Was heute normal scheint, in den 1980ern wurde es ausprobiert. Zum Beispiel do it yourself, selber machen, auch Text, sprühen, Fanzines, Manifeste. Nicht wegzudenken sind der Aktivismus der Schwulen und die neue Frauen-Lesben-Bewegung. Oder der Kampf für eine eigene Öffentlichkeit und gegen die Kriminalisierung autonomer Jugendkultur. Die einen erfinden also selbstbestimmte Lebensformen, von der Hausbesetzerei bis zur neuen deutschen Welle. Die anderen wiederum verpacken diese Ideen in Waren und werden reich. Pop-Punk-Politik zeigt ästhetische Verfahrensweisen der 80er für eine jetzige Revolte.